Bei der Frage, die Leute, die im Bundestag an der Eskalationsspirale drehen und Krieg fordern und unsere Soldaten dort Material und finanzielle Mittel, die sollen die Verantwortung übernehmen und sie sollen selbst an die Front gehen und nicht unsere Soldaten schicken. Das ist mit uns nicht zu machen. Wir wollen einen sofortigen Waffenstillstand und wir wollen Friedensverhandlungen sehen. Heute zeige ich dir ein interessantes Interview mit Alice Weidel. Sie wirft das Thema Migration auf und diskutiert auch die US-Wahlen. Ihre Meinung ist sehr interessant zu hören, deshalb zeige ich dir die erste Szene. Eine Erhebung hat ergeben, eine Anfrage von unserem Bundestagsabgeordneten René Springer, dass 82% der Syrer zwischen 20 und 34 Jahre überhaupt gar keinen Berufsabschluss haben. 70% der Menschen, die damals gekommen sind, sind in Arbeit. Sind die jetzt bei Ihnen willkommen oder nicht? 82% haben keinen qualifizierenden Berufsabschluss. Aber die, die einen guten Job haben, die sind willkommen für Sie. Was wir brauchen, ist eine qualifizierte Zuwanderung. Und das, was ich gesagt habe, gilt. Menschen, die zu uns kommen und in Arbeit sind und nicht unser Sozialsystem durch Parallelgesellschaften unterwandern und unterlaufen und sich hier festsetzen und sich auch dann auch noch durch diese Schießbudenfiguren Einbürgerungsgesetz ist wirklich der Todesstoß für den deutschen Staat. Da muss man sich einfach mal fragen, was hier gemacht wird. Die kommen illegal über die Grenze gelaufen und werden jetzt auch noch eingebürgert. Und Kinder dieser illegalen... Sie wissen, dass sich das Einbürgerungsgesetz nicht auf diese Gruppe bezieht, sondern doch, natürlich, insgesamt für alle gilt, gerade, die hier seit die längerer Kinder, Zeit leben die, und sich integriert haben. Die Kinder dieser haben. Illegalen, die hier geboren sind, haben automatisch den deutschen Pass. Und das kann nicht sein. Asyl ist ein Aufenthalt auf Zeit. Und wenn Sie mich fragen, dann müssen diese Menschen zurück, wenn der Kriegsgrund entfallen ist, und die Afghanen zuallererst. Sie möchten das umsetzen, wenn Sie regieren. Davon sind Sie ehrlich gesagt noch relativ weit entfernt, denn Sie bräuchten nach den jetzigen Zahlen Koalitionspartner dafür. Die finden Sie momentan nicht. Viele Parteien oder die meisten Parteien nehmen Abstand von Ihnen, auch weil Sie als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft werden vom Verfassungsschutz. Extreme Äußerungen bringen Sie auch international in eine isolierte Haltung. Und meine Kollegin Nicole Diekmann zeigt nochmal, wie da die Ausgangslage ist. Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist im ersten Halbjahr um 20% zurückgegangen. Trotzdem registriert Deutschland immer noch die meisten Anträge in der EU. Die meisten Asylanträge in Deutschland kommen von Syrern 29%, Afghanen 18% und Türken 10%. Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan beantragen in Deutschland häufig Asyl. Bei den syrischen Flüchtlingen beantragen 50% Asyl in Deutschland, bei den Flüchtlingen aus Afghanistan liegt diese Zahl bei 48%. Während qualifizierte Fachkräfte in andere Länder gehen. Die Menschen geraten nicht nur wegen der Veränderungen, die durch die Zunahme der Migranten verursacht werden, in Panik. Viele sehen ihre Zukunft in Deutschland nicht mehr. Die nächste Szene ist ziemlich faszinierend. Frau Weidel, ganz Europa schaut auf die USA und auch Deutschland natürlich. Sie haben sich früher immer sehr positiv zu Trump geäußert. Wie ist da eigentlich jetzt Ihre Meinung? Sind Sie noch Trump-Fan? Also der Wahlkampf in den USA ist aus meiner Sicht ein Desaster. Wir haben dort einen Joe Biden, der offensichtlich nicht in Kontrolle seiner geistigen Kräfte mehr ist. Ich frage mich, was uns eigentlich die letzten Jahre verkauft wurde. Ich habe Sie nach Trump gefragt. Ja, aber Biden gehört ja mit dazu, weil die beiden ja auch gegeneinander antreten. Und ich hätte mir gewünscht, dass möglicherweise auch komplett andere Kandidaten antreten. Aber definitiv drücke ich Donald Trump die Daumen. Warum? Eben, weil Biden nicht Präsident sein darf. Das geht überhaupt gar nicht. Und Trump versprochen hat, den Krieg in der Ukraine zu beenden, indem er die finanziellen Mittel streicht. Und ich glaube, dass er Wort hält. Und Donald Trump fordert ganz klar von den Europäern und auch von Deutschland ein, dass sie ihre eigene Verteidigung besser finanzieren. Das NATO-2%-Ziel ist für ihn ein absolutes Muss. Warum, hat er recht. Warum taucht das bei Ihnen nicht mehr auf und ist nicht mal mehr in Ihrem Grundsatzprogramm klar benannt? Mhm. Doch, wir haben die 2% benannt. Wir sagen sogar, dass es deutlich mehr sein soll, denn sie es wurde in den letzten... Verpflichtungen einhalten im Grundsatzprogramm. Ja, und das ist das 2%.
2%-Ziel. Dazu stehen Sie. So, der NATO, es sollte eigentlich viel mehr sein, weil überhaupt gar nicht investiert wurde. Wir sind nun nicht mal für die eigene Landesverteidigung fähig. Und dementsprechend muss die Bundeswehr ertüchtigt werden, das haben wir immer gesagt. Und das wurde ja über Jahrzehnte eigentlich nicht gemacht, angefangen bei der CDU, die das eingeläutet hat, dass man nicht mehr investieren muss in die eigene Landesverteidigung und auch nicht mehr fähig ist, vernünftig UN-Einsätze mit zu unterstützen. Und jetzt hat Herr Krupalla gerade das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr Irrsinn genannt. Das ist ein bisschen widersprüchlich, wenn er da nicht mehr Geld reinstecken möchte. Aber Sie sagen ganz klar, Bundeswehr besser ausstatten. Donald Trump hat versprochen, den Krieg in der Ukraine sofort zu beenden. Im Falle seines Wahlsiegs werden die USA der Ukraine nur militärische Hilfe gewähren, wenn sie an Friedensverhandlungen mit Russland teilnehmen. Nach Abschluss des Friedensvertrags wird die amerikanische Militärhilfe fortgesetzt. Die Ukraine wird nicht gebeten, den Zweck der Rückkehr ihres gesamten Territoriums aufzugeben. Aber das Land wird zustimmen müssen, Diplomatie zu verwenden. Die USA und Verbündete werden die Sanktionen gegen Russland aufheben. Was denkst du? Plant Trump das wirklich oder ist es eine Lüge, um das Ranking und die Chancen auf einen Wahlsieg zu erhöhen? Wir schauen uns weiter. Weil es Sonderschulden sind. Es ist unseriös, hier zu tun, dass man jetzt ein Sondervermögen aufbaut. Das sind Schulden. Und das können wir Steuerzahler nicht mehr schultern. Das kann man den Menschen nicht mehr zumuten. Und die Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht. Und das haben wir ganz klar benannt. Trump droht ja den NATO-Staaten, die nicht ausreichend finanzieren, den Entzug des Schutzes sozusagen und sagt, die sollen sich bitte selber um ihre Sicherheit kümmern. Dazu passt eigentlich eine klassische AfD-Forderung, nämlich das ganz klare Ja zur Wehrpflicht. Das vermisse ich jetzt ein bisschen in Ihrem Wahlkampf. Da ist immer sehr viel von Friedenspartei die Rede, aber nicht mehr von der Wehrpflicht. Gilt die eigentlich noch für Sie, die Wiedereinführung der Wehrpflicht? Aber natürlich gilt die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das steht bei uns im Programm. Aber was wir natürlich nicht wollen, dass unsere Soldaten, unsere Väter und Söhne für so einen Krieg in der Ukraine verfeuert werden. Da darf man unsere Soldaten nicht hinschicken und deshalb darf die Wehrpflicht da auch nicht missbraucht werden. Aber und wenn Sie mich gerade so fragen, da werde ich auch ein bisschen emotional immer bei der Frage, die Leute, die im Bundestag an der Eskalationsspirale drehen und Krieg fordern und unsere Soldaten dort Material und finanzielle Mittel, die sollen die Verantwortung übernehmen und sie sollen selbst an die Front gehen und nicht unsere Soldaten schicken. Das ist mit uns nicht zu machen. Wir wollen einen sofortigen Waffenstillstand. Und wir wollen Friedensverhandlungen sehen, so wie das Orban vorgemacht hat. Und auch da müssten Sie dann tatsächlich konkrete Vorschläge vorlegen, wenn Sie regieren würden. Heute haben Sie hier sehr viel Kritik geübt und die Vorschläge noch nicht im Detail ausformuliert. Da müssen wir dann erstmal sehen, wie die Wahlen ausgehen und was dann von Ihnen kommt. Tatsächlich hat Donald Trump bei einer Wahlkundgebung in South Carolina erklärt, dass er als Staatsoberhaupt von den NATO-Staaten verlangt habe, die finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Allianz zu erfüllen. Andernfalls hat er den Verbündeten gedroht, dass die Vereinigten Staaten sie im Falle eines möglichen Angriffs Russlands nicht verteidigen würden. Der Sprecher des Weißen Hauses, Andrew Bates, hat die Äußerungen des Politikers schockierend und verrückt genannt und erklärt, dass Biden, statt zu Kriegen und zu wahnsinnigem Chaos beizutragen, Anstrengungen unternimmt, um die NATO und die nationale Sicherheit der USA zu stärken. Bitte schreibe deine Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.